Hallo ihr Lieben, heute gibt es einen Vlog von mir. Ich dachte, es ist mal wieder Zeit, weil ich doch so ein paar Sachen auf meinem Herzen habe, die ich euch gerne mitteilen möchte. Und dann labere ich doch einfach mal los. Zum Ersten geht es um mein Abnehmen. Ja, da habe ich jetzt länger kein Abnehmen-Update mehr gemacht, weil ich jetzt seit circa 4-5 Wochen, ja, mache ich jetzt wieder Weight Watchers, gehe in die Treffen. Und ja, ich habe einfach gemerkt, ich brauche Kontrolle und schreibe mir die Sachen auch zu 98% auf. Kommt schon mal vor, dass am Tag, weiß ich nicht, wenn man irgendwie wegfährt oder so, dass man das dann nicht aufschreibt. Aber zu 98% schreibe ich mir alles auf, was ich esse, ja. Ja, und dann weiß man halt, ist man noch im Budget oder nicht, kann man noch ein paar Wochen extra und so benutzen. Ich finde es auf jeden Fall besser mit Kontrolle. Und habe jetzt mittlerweile 4,6, glaube ich, abgenommen in 5 Wochen, glaube ich, sind es jetzt. Und ich bin doch recht zufrieden. Zwischendurch gab es mal einen Rückfall, sage ich mal, aber hat sich wieder gut auskalkuliert. Und also Rückfall nicht von mir, aber von meiner Waage halt, ne? Ich habe mich eigentlich immer dran gehalten. Klar gibt es mal Tage, wo man dann ein bisschen mehr isst, aber das kann man ja auch wieder ausbalancieren. Und da bin ich sehr zufrieden zurzeit und mache das weiter. Werde ich euch immer mal wieder informieren darüber. Ich weiß nicht, ob jetzt per Update hier bei YouTube oder auf Instagram, genau, auf Instagram, da poste ich jede Woche meine Tabelle, wie viel ich wiege. Ja, da gebe ich auch bekannt, wie viel ich wiege, da ich ja was dran ändern möchte. Habe ich auch mich entschlossen, vor 5 Wochen, wo ich gestartet habe, zu zeigen, wie viel ich wiege. Und das ist nicht wenig, ja. Aber das wisst ihr bestimmt, wenn ihr mich schaut, weil ich bin nun mal gut bestückt, aber ich will ja was tun und ich tue auch was und ich habe das ja auch schon mal geschafft, also schaffe ich es auch wieder. Ich weiß das, ich kann das. Wer will, der kann. Ja. Genau, das dazu. Also bei Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen, ne? Dani Sani mit 3i. Könnt ihr, wenn euch das interessiert oder ihr auch abnehmt, würde mich auch mal interessieren, könnt ihr euch auch ja, da einklinken, sehr gerne. So, da muss ich auf mein Zettelchen schauen. Ich wollte euch ein bisschen mehr berichten, sage ich mal. Und da muss man sich das doch ein bisschen aufschreiben, weil, wenn ich sonst vor der Kamera sitze, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. So, dann gibt es auch in meinem Arbeitsthema ein bisschen eine Änderung, denn momentan arbeite ich nicht mehr morgens früh von 5 bis 8, genau, sondern von 10:30 bis circa 3 Uhr mittags, ne, arbeite ich zurzeit. Und das ist doch blöd, weil ja, vorher muss man manchmal noch einkaufen, das ist dann manchmal ein bisschen stressig mit dem Kleinen. Und nachher kannst du auch nicht viel machen, weil dann ist man ja auch natürlich kaputt, weil der Tag ist ja dann auch schon so ziemlich am Ende. Und ja, da Mittagsschlaf hat er dann schon gemacht, da komme ich dann nicht mehr zu viel, dann beschäftige ich mich mit ihm natürlich, spiele, gehe auf den Spielplatz, was auch immer. Aber da kommt man dann nicht mehr viel zum, ja, Videodrehen, hat man auch nicht mehr so die Lust. Ist einfach so, aber ich denke mal, das kennt jeder, der ein Kind hat oder auch mit anderen Dingen. Manchmal, ja, ist halt so. Dann habe ich jetzt wie heute, heute ist Freitag, und da musste ich mal früh arbeiten. Also wieder von, ne, 5 bis 8. Und dann konnte ich jetzt auch meine Sachen ein bisschen erledigen. Und wo er jetzt Mittagsschlaf macht, kann ich ein bisschen Videos für euch drehen. Vielleicht schaffe ich ja 2, 3. Mal gucken. Wäre schön, dann, weil ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal wieder dazu komme. Egal. Ich labere heute viel, dass der Vlog wird lang, lang, lang. Egal. Ich hoffe, ihr wollt es sehen, sonst guckt es einfach nicht. Ja, also mich Faden verloren. Ja, mir fehlt die Zeit und die Lust halt dann, ne? Wenn man halt so anders arbeitet. Vorher konnte ich mir das mal gut einteilen halt, wenn er Mittagsschlaf gemacht hat. Und so muss ich jetzt immer alles noch vorher, nachher reinschieben mit Haushalt und Gedönus, ne? Aber das kennt ihr mit Sicherheit. Ja. Dann wollte ich noch sagen, es wird kaum noch Hauls oder so Boxenvideos geben, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe zu viel Zeug, ich benutze es gar nicht und möchte das einfach einschränken. Ich gucke auch nicht mehr so allzu viele Videos, weil ich erst nicht dazu komme und weil ich mich nicht so anfixen möchten lasse, ja, irgendwie so. Und ja, und Boxen finde ich auch irgendwie langweilig mittlerweile. Mal werde ich bestimmt noch mal eine Box euch zeigen. Und die Couchbox ist ja meistens immer sehr interessant, wie ich finde. Die werde ich, denke ich, mal lassen. Aber so die Glossy Box, die kriege ich noch. Young Beauty und die normale, die kam auch jetzt vor ein, zwei Wochen. Aber
Ich finde, man muss nicht immer nur Boxen zeigen. Ich mache mal Videos, wenn es mir passt und mir gefällt. Und man kann ja auch ganz viele andere Videos machen. Ich denke mal, das wird nicht so schlimm sein. Natürlich, wenn ihr mich guckt wie ein Holz, dann muss ich euch leider enttäuschen. Das wird jetzt selten kommen. Eher mal so in Reviews-Videos oder Top- oder Flops, wenn natürlich auch mal neuere Produkte zeigen, die ich mir dann doch mal gekauft habe. Aber ich will es sehr einschränken. Ich habe auch viel auf eBay verkauft. Nicht auf eBay, auf eBay. Doch, auf eBay. Genau. Weil, das ist einfach zu viel, es liegt nur rum. Und ich denke mal, Blushes werde ich weiterhin so ein bisschen sammeln, sag ich mal, weil da gefallen mir doch viele und ich habe auch viele und ich möchte ich auch nicht abgeben. Ich habe aber bestimmt so 6, 7, 8 abgegeben, habe immer noch genug. Also, das werdet ihr in meiner Blush-Sammlung auch sehen. Ich werde ja auch mehr weiter die Sammlung abdrehen für euch. Aber ich habe halt viel abgegeben, auch Monolidschatten und so. Ich benutze es einfach nicht. Und die mir super gut gefallen, die habe ich natürlich behalten. Ja. Ah ja, genau, das war es eigentlich schon. Dann habe ich noch ein Thema. Und einfach, weil es mich mal interessiert. Was für Serien guckt ihr zurzeit? Ich komme mal nicht viel zu Serien gucken, aber ich habe zwei Serien, die ich mittlerweile doch ganz gern schaue. Und zwar ist das einmal, also ich wurde von meinen Eltern immer angefixt, ne? Muss ich dazu sagen, weil die sind doch so irgendwie Serien-Junkies geworden. Die gucken auch noch viel mehr Serien, aber ihr müsst ja auch Zeit haben, möchte ja auch noch durchblicken und Spaß dran haben. Also Z Nation, ich weiß nicht, ob es was, das ist so eine Zombie-Nation, sag ich jetzt mal. Und ist ja ähnlich so wie Walking Dead, würde ich jetzt mal ab, ja, nicht die Billigversion, aber ist schon halt anders. Aber ist auch cool, ich finde es gut gemacht und ich gucke es gerne. Gibt natürlich immer mal Folgen, die so, ne, fragwürdig sind, aber das ist bei Walking Dead auch schon mal so, dass es. Aber es geht mir ab, da finde ich in jeder Folge. Bis jetzt, es ist ja, glaube ich, ich habe jetzt 8 geguckt, 8 Folgen, ging es eigentlich ganz gut ab. Und bei Walking Dead gab es ja schon mal Folgen, die schon langweiliger sind, sag ich mal. Und wo nicht so viel gekämpft wird oder so. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Ich freue mich natürlich auch auf Walking Dead wieder, wenn es wieder, ich glaube, im Oktober soll es wieder losgehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja ein Fan von Walking Dead unter euch und kann mir das mal berichten. Aber irgendwie im Oktober, meine ich, soll es wieder weitergehen. Dann gucke ich auch wieder gerne. Aber Z Nation ist eine gute Alternative. Und dann gibt es noch Ei Zombie. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das ist so ein Mädel, ja, was halt umgekommen ist, sage ich mal. Aber dann doch nicht umgekommen ist, sondern ein Zombie ist und ist auch total blass. Und ja, lebt halt trotzdem noch wie ein normaler Mensch. Muss halt nur Hirn essen. Und das Hirn essen hat halt Nebenfunktionen. Und zwar kriegt die dann halt Visionen von dem. Von der Person, wo sie halt das Hirn gegessen hat und kann halt dem Polizisten helfen, den Fall zu klären, weil sie dann auch in der, wie heißt das, wo man die Leichen halt obduziert, ich komme jetzt nicht drauf, ihr wisst bestimmt, was ich meine, halt arbeitet und kann halt den Polizisten helfen, das ist eigentlich ganz witzig. Und dann gibt es natürlich auch noch den Zombie-Modus, wie sie da so schön sagt, wo sie dann auch wirklich die Augen so, ne, wie so einen Toten, sage ich mal, bekommt, wie so ein Zombie und dann halt auch, ja, beißen tut und so, aber das müsst ihr selber gucken. Ich weiß nicht, vielleicht guckt ihr es ja auch. Mich würde das einfach mal interessieren, ob es so Zombie-Fans unter euch gibt. Ich finde das irgendwie cool. Gibt so viele Zombie-Filme, die echt schlecht sind oder Zombie-Serien, aber die zwei gefallen mir, sind sehr unterschiedlich, aber gefallen mir sehr gut. Ja, da sind wir schon bei über 8 Minuten. Oh, ging ja noch für den Vlog, aber ich habe, glaube ich, alles soweit erzählt. Ja, reicht ja auch, ne? Und dann würde ich sagen, bis bald, ihr Lieben. Ciao.